das, was wir hier erleben, ist schon krass. Wir haben hier ein Auto für ca. 400.000 Euro und hier funktioniert gar nichts. Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute haben wir was ganz Besonderes. Ich bin auf dem Weg zu Giuseppe. Giuseppe hat ein Ferrari FF und zwar ein ganz, ganz besonderes Auto. Das werdet ihr gleich sehen. Das hat sage und schreibe 385.000 Euro gekostet. Und Giuseppe ist der festen Überzeugung, dass das Auto Schrott ist. Und warum Schrott? Nach 5 Jahren ein Ferrari Schrott, das habe ich noch nie gehört. Und ich würde mal sagen, wir fahren mal jetzt vorbei und schauen uns das mal an, oder? Giuseppe! Der schläft bestimmt noch. Komm mal mit. Giuseppe? Da ist er doch. Da ist er doch, da ist er doch. Schöne Espresso. Ich nehme schnell einen Espresso. So. Ja, jetzt sind wir bei Giuseppe. Leidenschaftlicher Ferrari-Fahrer. Hier. Alles, was italienische Autos betrifft, Fiat 500. Was war das hier nochmal? Fiat? Fiorino. Fiorino, sogar ein Fiat Fiorino. Wie alt? 26 Jahre. 26 Jahre alt. Und das Auto, gerade das teuerste Auto, was hier liegt, soll nicht mehr so intakt sein. Und zwar mega Enttäuschung, ne? Ja, mega Enttäuschung. Mega Enttäuschung, laut Giuseppe. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an, nachdem wir einen Espresso getrunken haben, natürlich. Da steht das Auto. Guckt euch das mal an. Ein Ferrari FF. 660 PS, 12 Zylinder, Spitzengeschwindigkeit 335. Und das Auto hat knapp vor 5 Jahren 400.000 Euro gekostet. V12 Motor, ein mega Sound. Der erste Ferrari, der wieder 4 Sitze hat und wo du auch hinten locker sitzen kannst. Tailor-made. Das Auto ist komplett Tailor-made. Genau, Tailor-made bedeutet bei Ferrari, so wie bei Audi, oder bei Audi heißt es Audi Individual, bei Porsche heißt es ja auch Porsche Exclusive, wo du nochmal außerhalb der Stange dir gesonderte Farben aussuchen kannst, gesonderte Innenausstattung. Da könntest du rein theoretisch sogar deine Jacke, Stoff oder egal was einscannen lassen und die produzieren deinen Stoff nach und so kannst du deine Innenausstattung machen. Es kostet halt enorm viel Geld. Giuseppe, erzähl mal. Also wir fangen an mit einer Kleinigkeit, das hier ist. Das ist eine, das habe ich gar nicht gemerkt am Anfang, das ist ein Rost. Und das ist ein Nero Piano, das ist die Farbe und deswegen ist keine Garantie. Nero Piano bedeutet halt, so wie wir es kennen, Klavierlack, Klavierschwarz, Uni. Es ist ein handlackiertes Auto und das, was wir hier sehen, ist, es ist ja Aluminium. Das darf definitiv nicht passieren. Und das spielt keine Rolle, dass eine Telomedie ist oder nicht. Das ist eine, ist ein Das geht ein gar Fehler. Nicht. Das, ist ein geht, Fehler. Das geht überhaupt nicht. Und wird immer größer, ja. Also ja, das wird auch immer größer. Das muss jetzt eigentlich angeschliffen werden. Das muss noch mal richtig rausgearbeitet werden. Das Auto ist jetzt 5 Jahre alt. Das Auto hat 3 Jahre Werksgarantie gehabt. Und das Auto fängt an zu korrodieren. Ja. Und hier, da sagt Ferrari einfach, wir machen nichts. Anscheinend sagt Ferrari, weil er ein Telomed ist und diese ganze Lackierung und die ganze Stoffe und die ganze ist nicht serienmäßig. Mhm. Und deswegen sagen die, das ist deine Verantwortung. Wenn du diesen Stoff willst, diese Farbe ist, ist nicht getestet worden. Aber das ist eine billige Aussage. Ein Albtraum. Knapp 400.000 Euro und das Auto fängt nach 5 Jahren an sozusagen zu korrigieren. Das ist ein Bearbeitungsfehler vom Werk. Genau. Da ist es immer so, wenn du der Lackierung vorgehst und die Lackierung hat ja mehrere Schichten, bis dann Endlack raufkommt. Und wenn du da irgendwas verschläfst in dem Sinne und da ist sich vielleicht war da ein Silikonloch, es war nicht genug abgedichtet in dem Sinne und da ist ein bisschen Wasser, Feuchtigkeit runtergekommen und dann fängt sowas an. Normalerweise, das war bei den F12, die ersten F12 waren die gleichen Probleme, hinten an den Lüftungsgittern. Weißt du, der hat doch hinten an der C-Säule hat er doch so Lüftungsgitter. Da hat er auch so angefangen zu korrigieren. Also die Lüftungsgitter sind auch verrostet. Ehrlich? Hier auch? Kann man anschauen. Fahr doch das Auto mal ein bisschen raus, dann können wir uns den besser anschauen, oder? Und jetzt kommt mal mit, hört euch mal so einen Sound an. 12-Zylinder Sauger, 660 PS. Oh, ich sehe schon was, aber das besprechen wir gleich. Guckt euch das mal an. Das ist immer wieder geil, wenn du vor einem Ferrari sitzt
und dann das Auto. Ist das nicht geil? Der ist jetzt natürlich im Kaltstart. So. Das sagt schon mal alles, ne? Das sagt schon mal alles. Jetzt können wir den wieder ausmachen, Giuseppe. Genau. Diese war dann auch genau so gerostet. Ja. Die habe ich lackieren lassen und jetzt hat diese angefangen. Das gibt's nicht. Das ist auch Alu und das ist leider eine Krankheit bei Ferrari. Oft hat es angefangen zu rosten. Mhm. Sehr, sehr oft. Sehr, sehr oft. Und beziehungsweise zu korrigieren. Ne? Kommt mal mit, guckt euch das mal. Ich setze mich mal hinten rein. Also du kommst jetzt als Gast, setz dich hinten rein und möchtest schön italienisch essen gehen. Wirst von einem Ferrari noch abgeholt. So, und dann setzt du dich rein. Und hier fängt es an zu blühen. Das heißt meistens, dass da Feuchtigkeit hintergelangt ist. Das ist ja Stoff aus dem Formel 1. So werden ja die Formel 1-Sitze bezogen. Genau, und ich sage mir, das Ferrari, sagen dir, das ist deine eigene Entscheidung, diesen Stoff zu verwenden. Und das ist ein Telomet. Aber das geht dort nicht. Ah, hier fängt er auch an zu blühen. Überall. Überall, wo Stoff ist. Das ist ja, hier kann man es richtig gut sehen. Weißt du, an was mich das erinnert? An was? An Saab 900. Nee. Saab 900, 1990, 91, als Turbo, die hatten zwei Krankheiten. Und auch der erste Range Rover hatte auch Krankheiten. Und zwar war genau das gleiche immer. Stoff hoch. Beulen. Okay. Und dein Dachhimmel fing an. Wir reden von 90er Jahren aber. Der Dachhimmel ist auch wieder geklebt worden, weil ist komplett runtergefallen. Wie komplett runtergefallen? Komplett, also die hintere Seite ist einfach sehr ausgelöst. Hm. Beule hier, Beule da. Im Winter kann ich keine Allrad fahren. Das funktioniert auch nicht momentan. Aber wie Allrad funktioniert nicht? Also das ist so, dass diese Motorblockzeichen hier, ja, bleibt immer an. Also die Check-Engine-Lampe, genau, die bleibt immer an. Immer wieder an. Okay. Und wenn ich losfahre, jetzt ist auch Komfort, dann geht auch Wett automatisch alleine. Ich kann keinen Sport mehr schalten. Ich habe immer Wett. Ich habe viele Ferraris in meinem Leben erlebt. Ich habe viele Ferraris gekauft und verkauft. Ich sehe noch was, Giuseppe. Ich traue mich gar nicht, dich darauf anzusprechen. Du sagst, ich bin ja gewohnt. Guck dir das mal an. Das habe ich gar nicht gesehen. Schon. Oh Mann. Radbolzen fangen an zu rosten. Vorne an der Motorhaube haben wir Korrosion. Okay. Dann haben wir hinten Lüftungsgitter. Auch Rost, nicht schön. Dann haben wir die Innenausstattung, die auch überall anfängt, sozusagen Bläschen, ja. Bläschen, Falten zu werfen. Allrad funktioniert nicht. Du kannst deinen Modus nicht einstellen auf Wett, Sport oder Sonstiges. Das steht alles, ja. Lass uns den mal jetzt einmal fahren, um zu gucken, vielleicht entdecken wir noch mehr. Der piept jetzt schon. Oh, Manettino-Defekt. Ja. Check-Engine-Lampe bleibt an. Und Allrad-Defekt. Ja. Was ist denn mit deinen Heckscheibenwischer? Ah, die geht auch nicht. Also langsam fällt das Auto ja komplett aus. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass meine belüfteten Sitze an sind. Ja, die gehen manchmal an, manchmal aus. Er denkt, dass Sommer ist. Oder Winter. Also warte mal, das, was wir hier erleben, ist schon krass. Wir haben hier ein Auto für ca. 400.000 Euro und hier funktioniert gar nichts. Du hast mir am Telefon ja gesagt, es ist ein Schrott-Ferrari. Ja, wenn man so das Ganze sieht, dann ist es eine Katastrophe. Wenn die Check-Engine-Lampe nicht ausgeht, ist das Auto nicht TÜV-fähig. Das ist eine TÜV-relevante Sache, dass die Check-Engine-Lampe ausgeht. Ja, klar. Rein theoretisch würdest du mit diesem Fahrzeug keinen TÜV kriegen. Bei mir tut das weh, weil ich sage, hey, ich zahle so viel Leasing im Monat und ich fahre nicht davon, weil ich keinen Bock mehr habe. Ja, klar. Und du zahlst ja enorm viel. Ich zahle 2.690 brutto. Ja. 2.690 Euro brutto, ja, pro Monat. Pro Monat. Und das Auto funktioniert nicht. Jetzt bin ich nicht der Millionär, das ist ein Traum, so wie viele Männer träumen. Ja. Und das ist aber ist kein Traum mehr, das ist eher ein Albtraum. Ich finde auch, du merkst ja richtig, im Wettmodus, wenn du im Wettmodus bist, ist das Auto ja sehr vorsichtig. Wegen, normal, wenn du jetzt im Sportmodus gehen könntest. Ganz andere Nummer. Ganz andere Nummer. Ganz andere Nummer. Und jetzt kannst du nicht mal ausfahren, kannst du nicht mal. Also, das macht keinen Spaß. Deine Heizung funktioniert auch nicht richtig. Also wir sind jetzt bei 28 Grad und da kommt kalte Luft.
Ich glaube, die Zentrale weiß gar nicht mehr davon. Die wurde mir gesagt, dass jemand von Zentrale Wiesbaden hier war und ich habe das angeschaut. Ich glaube, gar nicht. Ich habe verlangt ein Protokoll, dass mir das schriftlich geben, dass Ferrari das nicht übernimmt, wurde mir nicht gegeben und jetzt stehe ich da. Ich kann also absolut nachvollziehen, dass du da so enttäuscht bist, definitiv. Ich verstehe Ferrari nicht, verstehe ich einfach nicht. Es muss zumindest auf Kulanz gemacht werden. Das Auto ist ja bald nicht mehr fahrbar. Vielen Dank, dass ich das Auto fahren durfte. Danke. Und dir. Ich muss euch einfach sagen, bitte, 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 diese Marke ist so genial. Jeder von uns liebt Ferrari. Und das, was wir jetzt hier erlebt haben, ist ein absolutes No-Go. Fehler passieren, es ist ein Ferrari, es ist Handarbeit, es kann alles passieren. Aber vielleicht überlegt ihr euch da das bei Ferrari nochmal, dass ihr euch nochmal bei Giuseppe meldet und das ein oder andere Fehler nochmal behebt. Giuseppe, ich wünsche viel, viel Glück. Ich wünsche dir so viel Glück, dass du wieder Spaß an deinem Auto hast, weil ich meine, ein Italiener, waschechter Italiener, der ein Ferrari fährt, mehr geht nicht. Nee, mehr geht nicht. Okay? Und bei euch, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Nächste Woche geht es weiter mit dem nächsten Video. Aktiviert die Glocke, abonniert meinen Kanal und schreibt so viele Kommentare, wie es geht. Ciao.